Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Bindelbach. Ja, heute die 11. Folge, glaube ich. Ja, ich bin jetzt hier vor dem neuen Anhänger, den wir uns in der letzten Folge gegönnt haben. Beziehungsweise den Anhänger mit dem Bass obendrauf. Das haben wir ja noch aufgeladen in der letzten Folge und hierher gefahren. Und ja, heute in der Folge möchte ich mit euch gemeinsam die Tür mit Wasser versorgen. Zum einen erstmal und dann mal schauen, was wir dann noch machen. Mal gucken. Düngen ist ja abgeschlossen soweit. Und ja, mal schauen. Jetzt nehme ich mir mal den Eicher dafür. Ich muss immer noch die Wiesenecke hier abgeben. Aber das können wir eigentlich gleich mal machen. Wenn wir schon hier, ich bin jetzt auch nicht weit weg vom Hof, vom Händler. Das muss ich eigentlich schon machen mit dem Eicher. Ja, ich hoffe, der Eicher packt das Fass. Ich hoffe wirklich. Ja, Kommentare konnte ich jetzt zu der letzten Folge noch gar nicht lesen. Oder auch noch nicht drauf eingehen. Oder kann ich jetzt in der Folge noch gar nicht drauf eingehen, weil ja, weil ich jetzt hier gleich ein Stück aufnehme. Also die letzte Folge habe ich jetzt direkt kurz davor aufgenommen. So nur schnell dazwischen die Aufnahmen beschriftet und dann im Ordner und dann habe ich schon wieder bin schon wieder rein ins Spiel oder hatte den Spielstand noch offen und vielleicht die nächste Folge aufgenommen. So, jetzt stellen wir ihn das mal hier hin, den Händler. Und dann können wir hier zurückgeben. Ja, zurückgeben hat uns leider nichts gebracht, das ganze Teil. Das Geld hätten wir uns auf jeden Fall sparen können. Nicht echt blöd, aber ja, naja. Funktioniert, hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir dachte. Ja, gut, egal. So, jetzt halt, fahre wieder zurück zum Händler, zum Shop, zum Hof, alter Zeiten. Habe ich es jetzt bei? Nee, Spaß, auf jeden Fall. Ich jetzt da, im Hof. Und dann werden wir das Wasserfass anhängen. Dann werden wir mal gucken, wo wir Wasser herkriegen. Habe ich mal geguckt davor, aber ich habe im Giants Editor mal geguckt. Also wenn ich mich nicht täusche, müsste das Wasser da vorne, also wir fahren den Weg abbekommen. Wir fahren da vorne runter, geradeaus. Da in die Richtung, wo der Kuhstall halt eben ist, in die Richtung fahren wir. Hier jetzt geradeaus. Dann fahren wir links. Da unten an der Hauptstraße und dann irgendwo weiter hinten, da ist dann, kommt dann irgendwann so eine Brücke und da kurz davor müsste es rechts so ein Teich sein. Ich hoffe, das ist dort. Echt nicht. Also ist halt auch leider nichts in der Karte angezeigt und das ist halt wirklich schade, würde ich sagen. Ja, ist echt ein bisschen blöd, aber gut. So, den nehmen wir an. Hat er auch Schläuche? Hat er. Genau, gut, den haben wir dran. Das sieht schon ein bisschen heftig aus, muss ich sagen. Aber gut. Angekriegen. So, warum? Jetzt das hier nicht. Wieder.
halt einmal. Immer mit diesen, ja, ich mag das halt irgendwie gar nicht, mit dieser Aussteuerung, sag ich mal, von den Türen und so, aber gut, wird man hinkriegen. So, dann fahren wir mal los hier. Das sieht schon ein bisschen heftig aus, aber ich meine, es sind 5000 Liter, das wird er schon packen, der IAC, denke ich mal. Der Eicher. Die Sprachaussetzer, Wahnsinn. Genau, ich kann jetzt ja noch mal kurz, jetzt habe ich aber in die Pedale gedreht, ne? Wahnsinn, ins Bremspedal. Voll die Bremse reingehauen. Hier gibt's eine Map Fuel Station. Da können wir es auch probieren. Also wir fahren jetzt hier praktisch raus, dann links, dann fahren wir hier hoch. Dann müsste hier, ist diese Fuel Station, da steht halt so Pflanzenschutztank und so ein Silo, da steht auch so ein Gewächshaus. Auch ein Hydrant, aber ich weiß nicht, ob man da Wasser herkriegen. Und dann ein paar Meter weiter, hier kurz vor der Brücke, geht rechts so ein Weg rein ins Feld. Und da muss so neben dem Weg, rechts neben dem Weg ist so ein Teich. Auch so ein, ja kein Hydrant, sondern so Rohre, die aus dem Boden rauskommen. So ein Bogen. Dann habt ihr bestimmt schon mal gesehen in LS so. Haut voll die Bremse rein, ne? Wahnsinn. Ich habe jetzt auch voll gebremst, da ist man gar nicht mehr hingekommen. So, ja, am Anfang tut er sich schon ein bisschen hart, aber das schafft er schon. Ja, ich glaube an ihn. Ich drücke ihm die Daumen, dass er das packt. Ich bin drin, der Eichel hier. Aber ich mag den Eichel schon, hey. Es wird später schon mal schwierig, sich von dem zu trennen. Also, er wird nicht lang bei uns sein, aber er wird auf dem Hof, aber er wird wirklich es wird schwer werden, sich dann zu trennen. Und wieder. So, und jetzt müssen wir hier vorne schauen. Rechts rein. Auch hier. Genau zu sein. Da müssen wir eben schon rein. Und hier seht ihr das schon. Hier unten ist jetzt so eine Gärtnerei, sag ich mal. Oder ein kleiner Platz. Müssen wir mal schauen. Wäre, das ist halt jetzt die Frage, ist jetzt das hier so ein Rohr, ne? Frage ist, ob ich hier Wasser herkriege, ne? Da müssen wir halt, ja, weiß nicht. Echt nicht, ne? Ja, pass auf, ich drehe hier um, ich fahre lieber mal zu den anderen. Oder kommen die hier, wenn wir jetzt hier links fahren? Und da hinten rauf. Frage, ne? Da eigentlich hinhauen, oder? Und hier komme ich direkt zum Feld, okay. Dann können wir mal auf Hupfala umdrehen. Ja, ich sollte euch hier. Gehen. Bin jetzt hier leider mal durchs Gelände. Es tut mir leid, aber ich werde jetzt nicht mit dem Drehschemel hier rückwärts schieben. Dauert ein bisschen länger, ich krieg's hin, aber dauert ein bisschen. Eigentlich hat er schon ganz schön zu arbeiten. Aber es packt das schon. So. Dann fahren wir jetzt einfach mal ein paar Meter weiter. Dann müsste eigentlich dieser Teich sein. Und ich meine sogar, dass an dem Hydrant kein Trinkwasser dran steht. Also, ich weiß es nicht. Und zwar nach der Brücke. Ich bin echt der Meinung, dass wir da ein Wasser herkriegen. Weil da geht extra Weg rein und so und jetzt mal eingefahren. Ich sag einmal, wo war denn das jetzt? Doch weiter unten noch. Mal gucken. Dann fahren wir mal hier runter. Ich bin echt skeptisch, wo das ist. Ich will jetzt natürlich auch nicht so über die ganze Map fahren mit euch und das dauert dann halt noch, aber länger. Mal schauen. Irgendwo muss da rein. Ja, hier vorne geht's gar nicht mehr weiter, oder? Doch. Sag mal, guck dich an. Ja, jetzt gar nicht mehr weiter. Was war denn das? War das hier oben vielleicht?
Hier war das, glaube ich. Kann man da am besten hin? Na, toll. Muss man jetzt. Okay. Pass auf, jetzt drehen wir wieder um. Ja. Nochmal umdrehen. So, jetzt waren sie natürlich so viel Zeit. Sag ich mal. Rödel hier, nur um das zu finden. Aber, wie macht man das jetzt? Frage. Ich würde sagen, wir machen es anders. Ich würde jetzt sagen, ich mache hier an der Stelle mal einen Cut. Werde da einen Zeitraffer einblenden. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Und dann werden wir uns halt wieder hören. Also dann bis gleich und viel Spaß derzeit auf der Aufnahme. Bis gleich. So Leute, ich habe jetzt hier ein kleines Problem. Also, die Zeitrafferaufnahme ist jetzt leider ausgefallen. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe jetzt hier das Problem. Ich bin nochmal ganz hoch gefahren. Das sollte ja eigentlich eine Zeitrafferaufnahme werden. Wenn ich von. Na, wo sind wir denn hier rein? Von hier außen rumfahren, bis hier ganz rüber zum Wasser holen. Das Problem, also bis hier rüber, sollte eigentlich eine Zeitrafferaufnahme werden. Jetzt habe ich bloß das Problem, dass da auch kein Wasser zu holen ist. Also bin ich wieder zurückgefahren, habe nochmal bei dieser Fuel Station geguckt, gibt's auch kein Wasser. Diese Pumpe, wo da steht, die hat auch keine Kolli, also keine Ahnung, gibt's auch kein Wasser. So, jetzt habe ich mir aber überlegt, da muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, oder wenn es von euch jemand weiß, auf der Bindelbach, wo es da den Wassertrigger gibt, beziehungsweise wo ich hier Wasser holen kann. Wäre echt cool, wenn ihr mir das reinschreibt. Oder übersehe ich irgendwas? Ich weiß auch nicht, könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Oder gibt es eine kaufbare Option irgendwie? Ich glaube, es gibt sogar eine kaufbare Option. Also ich könnte mir notfalls auch so einen Tank platzieren. Das wäre natürlich auch wirklich eine Option. Aber ist halt blöd. Ne? Es gibt auch hier so einen Wassertank, kostet 5000. Ja, könnte man sich auch platzieren, kostet uns halt wieder 5000. Das wäre halt wieder blöd. Notfalls. Ne? Das würde ich aber ansonsten, oder ihr wisst es, ja, oder ich schaue einfach nochmal in Giants Editor, ob ich nochmal was einbauen kann. Genau. So, und jetzt habe ich mir überlegt, damit die Folge noch cool wird, wenigstens, dass da noch ein bisschen was passiert, werde ich trotzdem nochmal die 20 Minuten länger machen, und werde jetzt, habe ich den Faden verloren, wo ich machen eigentlich, Blackout, genau. Ich wollte, wir werden das so machen, wir werden jetzt dann in der nächsten Folge schon in die Ernte gehen. Wir werden dann nicht mehr düngen, habe ich gedacht. Hat einfach den Grund, ich will in der nächsten Ernte auch wieder düngen und nicht, dass dann die Felder schon voll gedüngt sind, das wäre ja auch blöd. Und ja, jetzt habe ich einfach gedacht, werden wir noch die Maschinen fürs Dreschen schon mal vorbereiten und Gespanne und so. Also es heißt Hänger, Drescher und alles vorbereiten. Und so, fangen wir jetzt einfach mal mit dem Drescher an hier. So, fangen wir einfach mal raus. Also noch nicht zum Feld, aber halt einfach mal raus aus der Halle. Hier irgendwie rauskommen, heile. Machen wir an, dass wir fahren erstmal den Hänger raus. Mit welchem machen wir denn das? Für den kleinen könnte der Eicher fahren. Dann nehmen wir uns hier den Eicher dazu.
Den könnte der fahren eigentlich. Die Drohne. Was? Helma. Na, der ist jetzt wieder hin. Was wäre mal einfach mal. Mal hier irgendwie mitballern. Ja, meine Rückfahr-Skills sind nicht so gut. Aber wird schon. Ich stelle mal jetzt einfach mal hier an die Seite. Ich hoffe, wir werden es demnächst brauchen. Wir können es demnächst gebrauchen. Wenn wir hier rausgefunden haben, wie das Ganze funktioniert. Ich hole mal das Anhänger mal ab hier. Und dann holen wir uns den anderen Hänger an. Und dann stellen wir alles mal auf den Hof irgendwie hin, wo gerade Platz ist. Dann hat die Sachen einfach mal hin. Dann kann ich da nämlich rückwärts mit dem Drescher rausfahren. Ich da jetzt nicht so viel drum rangieren. Kann ja echt nicht sein. Wenn ich den Hänger eh brauch. So. Ist mal ein bisschen was anderes, denke ich mal. So, jetzt mal in der Folge mal sowas zu sehen für euch, wie ich jetzt das hier alles mache. Ein bisschen was am Hof machen und so, nicht immer auf dem Feld. So, Tiere füttern werde ich natürlich euch auch noch zeigen. Und so, ne, das ist auf jeden Fall auch noch. Auf jeden Fall auch noch dran. Dann komme jetzt einmal hier hin. Und dann ist das Ganze. Gut, den lassen wir jetzt hier stehen. Auf jeden Fall schon mal. Aufmachen. Also mal aussteigen. Den lassen wir hier stehen. Dann fahren wir den Drescher noch raus. Das hier. Ja, auch mal zu den Maschinen. Könnt ihr ja mal was schreiben, wie unser Fuhrpark überhaupt jetzt so ist. Ja, ob das euch so gefällt oder wenn ihr da Wünsche habt, könnt ihr das auch reinschreiben. Ob ich hier was bin. Sehr knapp, ne? Alles gut. Dann kommen wir hier hin. Hier ist schon mal bereit für die Ernte. Und dann würde ich eben vorspulen in der nächsten Folge. Bis dann passt. Genau. Ja, könnt ihr ja mal reinschreiben, wie es im Fuhrpark ist. Das, ja, oder ihr da auch Vorschläge habt. Achso. Was ich jetzt auch, jetzt nehmen wir den zweiten Hänger, nehmen wir den Platz C, würde ich sagen. Müssen wir aber nochmal waschen. Vor. Zu dem Fuhrpark könnt ihr hier reinschreiben, was wir uns mal holen können oder irgendwas, wenn euch da was wünscht. Wenn es finanziell natürlich machbar ist. Ich weiß, wir haben jetzt echt einen kleinen Fuhrpark. Nähwerktechnisch will ich eigentlich auch schon auf Schmetterling gehen, weil wir haben so viel zu nähen. Das werden wir uns, wird wahrscheinlich, Schlepper nicht schaffen. Ja, müssen wir gucken, wie wir das machen können, das Ganze. Müssen wir uns halt das einfallen lassen. Ja, schauen wir einfach mal. Wenn schon irgendwas einfallen. Aber mit dem Front- und Hecknähwerk ist es schon viel Arbeit, aber es werden wir schon gekriegen irgendwie. Nochmal. Bis zum nächsten Mähen wird es ja auch noch dauern. Ich meine, wenn wir gedroschen haben und so, dann können wir ja wieder mähen auch danach. Und Maishäckseln müssen wir auch noch. Da habe ich mir auch was überlegt. Wir haben ja jetzt noch keinen Häcksler. Und da habe ich aber einen älteren drin. Einen etwas älteren. Und den dachte ich mir, könnte man eigentlich gleich mit verwenden. Der passt da eigentlich dann ganz gut zum Anfang. Und so zum Mieten. Hoppala. Angefahren. Dann wirklich kaputt. Na super. Mal den Reflektor hinten kaputt fahren. Hier wieder dick gemacht. Ja, gerade reinfahren. Muss ich passen.
Ich mache das hier mit ab. Und daran. Ja, jetzt habe ich aus Versehen einen Helfer gestellt. Jetzt. Da kann ich hier eh nichts machen. So, dann. Abfälle, Schläuche weg. Und dann können wir jetzt abkuppeln, das Gerät. Den brauchen wir jetzt auf jeden Fall erstmal nicht mehr. Und dann. Mal da dran den zweiten Hänger. Beim Ernten, ich werde wahrscheinlich mit zwei Hänger fahren. Müssen wir halt schauen, vielleicht das noch erstmal einlagern oder wir verkaufen es direkt, je nachdem. Vielleicht haben wir da gerade dann auch einen guten Preis. Mal schauen, wie wir das machen. Und, ja, entweder wir lagern es ein oder wir verkaufen es direkt. Das können wir natürlich auch machen. So, das auch. Genau. Auch rausfahren. Dann fahre ich halt jetzt mit dem IAC, weil das halt auch der stärkste Schlepper gerade ist. Komm hoch. Ich bin blöd gefahren. Ich bin dann hier rein. Hier weg. Hier rum. Genau, den lassen wir jetzt mal hier stehen. Ist ja eigentlich so gut. Ja, so passen eigentlich. Genau. Ja, das passt eigentlich. Dann haben wir noch 9 Minuten noch. Boah, das war ich aber schnell. Sonst vergeht die Zeit immer so schnell. Ja, so haben wir es eigentlich soweit. Sind die Sachen schon mal bereit zum Ernten dann. Jetzt schauen wir uns mal gleich, also wir haben ja, ich kann es ja mal kurz zeigen, wir haben ja für alle, weil es jetzt schon länger her, haben wir ja im Stream angesehen, schon länger her, ja, so zur Erinnerung, was wir angesehen haben, wir haben jetzt hier 2 Felder Hafer, beziehungsweise 2 Helfer Hafer, 2 Felder Hafer und dann hier nochmal 2 Felder Weizen angesehen. Ja, einfach fürs Stroh, dass wir Stroh genügend haben. Und ich dachte, 2 Früchte, falls bei der einen Frucht dann der Preis sinkt, dass wir dann trotzdem mit einer anderen Frucht noch gut Geld verdienen können. Und ja, mit der, dem Weizen verdient man eigentlich ganz gut. Also bei den Früchten, die wo halt Stroh geben. Sonst halt Sojabohnen und Raps bringen halt auch viel Geld, aber die bringen mir halt zurzeit gar nichts, also außer Geld. Und ja, genau. Und dann haben wir halt noch das eine Maisfeld und das will ich eben häckseln und hier ins Silo reinfahren, dass wir Silage auch gleich haben. Vielleicht mache ich es dann auch gleich so, dass wir dann hier Mais reinfahren und dass ich mir dann vielleicht noch ein nochmal 1-2 Wiesen nähe, also nicht alle, aber 1-2 Wiesen und ja und auch noch gleich hier reinfahren mit einem Ladewagen oder so. Mal schauen, dass man sich einen Ladewagen mietet und das dann hier einfährt. Dass wir eine Menge zusammen haben. Und ja, müssen wir mal schauen. Aber jetzt könnt ihr ja mal reinschalten, was wir das machen sollen. Genau, so, jetzt hatte ich noch gedacht. Wie schaut es bei den Tieren eigentlich aus? Also bei den Tieren. Sauberkeit. Ja, das müssen wir anheben. Sauberkeit. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir haben uns hier mal den MB-Trag. Hängen die Schaufel dran. Muss das noch anheben. Sonst gibt's nichts. Und dann fahren wir die Klettengabel hier mal ganz rechts wieder rein. Dann passt das. Dann machen wir einfach noch ein bisschen Hofarbeit. Achso, genau. Was ich jetzt auch noch sagen wollte, was ich noch ansprechen wollte, was ich in der letzten Folge vergessen habe. Ja, der gute Sky Remix hat mir noch ein paar Mods zukommen lassen, zugeschickt, per Insta, also Instagram, per Direktnachricht und ja, das waren Betrax und ich weiß nicht, was er mir noch geschickt hat. Ich habe mir noch gar nicht so angeguckt. So genau, ich habe es auch noch nicht runtergeladen.
Aber das werde ich mir noch angucken und dann auch mit runterladen und mit reinnehmen. Auf jeden Fall. Und ja, an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für das Zuschicken, Zusenden und ja. Mal schauen, haben wir da. So, jetzt ist halt da noch der Ballen drin, ne? Ich werde ihn vielleicht irgendwie zum Schubsen, dass der gefüttert wird auch direkt. Da brauchen die den noch gar nicht. Die brauchen den scheinbar noch nicht. Guck mal da vorbei. Ja. Geht gerade so, ne? Tatsächlich. Ja, und dann machen wir hier ein bisschen sauber noch. Ich sehe jetzt die Large, was irgendwie auch komisch ist. Die Large noch nicht mal gefüttert hat. Sieht das draußen. Komisch. Aber, ja. Hier. Ich jetzt, wenn wir hier einfach mal ein Bild machen, kurz. Jetzt. Thumbnail. So. Und dann schauen wir mal, ob hier hinten noch was. Sieht so aus. Gut, und dann kippt mal das Ganze da vorne wieder rein. Ich hoffe, dass das da vorne reinkommt, wo der Ballen liegt, weil da wurde ja, da habe ich ja einen Ballen aufgefüttert. Dass es da reinkommt. Schauen wir einfach mal. Nee, hier kürzt nicht hin auf jeden Fall. Vielleicht auch hinten. Ja, auf jeden Fall werde ich mir die Mods noch runterladen und werde es dann einfach mit reinnehmen. Und ja, wenn die anderen Zuschauer, also wenn ihr alle noch Mod-Vorschläge habt, einfach in die Kommentare schreiben. Bitte aber keinen Link schicken, weil das wird nicht akzeptiert, also es zählt als Spam. Das sehe ich gar nicht, also es wird direkt blockiert oder muss, oder ich weiß nicht, ob es blockiert wird. Ich glaube schon. Man kann jetzt hier das nicht aufnehmen. Wieder Bild. Okay. Jedenfalls nur teilweise. Ich schaue wieder. Was denn hier? Sehr komisch. Voila. Schauen wir mal, ob es hier vorne reingeht. Schauen wir mal. Ja, hier geht's rein. Aber warum jetzt das da vorne nicht? Gehen wir mal hier auf die Seite. Besser durchkommen. Warum ich das jetzt hier nicht aufnehmen kann, wundert mich auch. Ja, aber ihr könnt mir gerne Mods zuschicken. Ich werde mir das angucken. Wenn sie mir gefallen, oder so, wenn jetzt nichts dagegen spricht, werde ich es mit reinnehmen. Wenn sie mir so gar nicht gefallen oder so, dann nehme ich es nicht mit rein, aber eigentlich in der Regel schon. Ich weiß jetzt bloß nicht, warum das hier nicht geht. Aber klar, der ist nicht. Bleibt da, aber. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier nicht weggeht. Hä? Okay. Ich kann schon was nach hinlegen. Muss so nicht. Hä, warum geht das jetzt nicht weggehen? Nee. Echt nicht, oder? Unglaublich. Jetzt ist doch was weg, oder? Okay. Ich glaube, ich täusche mich. Nee, das gibt's ja nicht. Wie geht denn? Das ist nicht weg.
Er ist sehr dumm. Keine Ahnung. Herr Kohl, warum geht es jetzt nicht weg? Keine Ahnung, woran das jetzt liegt hier. Hä? Okay. Mal raus. Nochmal rein, vielleicht geht es dann weg. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht weggeht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Mal. Hella. Geht nicht weg. Gerade aufgegangen. Komisch. Wirklich komisch. Ja, das muss ich mir nochmal angucken. Ja. Und dann würde ich aber sagen, hoffe ich, es hat euch gefallen mit der Folge, oder die Folge hat euch gefallen, und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, und das ist mein Timer gewesen, und ja, und dann schreibt mir in die Kommentare, ja, wenn ihr Wünsche habt zum Fuhrpark oder irgendwas, auch vielleicht nochmal reinschreiben, wie es jetzt hier mit dem Stall ist, warum ich das nicht mehr aufnehmen kann, keine Ahnung, ob ihr da irgendwie weiter wisst, und auch mit dem Wasser, wo es hier auf der Karte Wasser gibt, notfalls müssen wir uns halt wirklich in so einen Wassertank da platzieren, und ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, einen schönen Tag, und sagt dann mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.